Und damit begrüße ich euch zur 7. Etappe. Ich glaube, wir sind schon auf der 7. Etappe, ganz genau der Vuelta a España. Die flackernden Helme ignorieren wir mal. Wir sehen den Mann in rotem Trikot, Alejandro Valverde, der schon selbstsicher nach vorne schaut. Wir versuchen vielleicht heute mal jemanden in die Ausreißergruppe zu schicken. Gael Taft wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich habe da versprochen, die richtigen Vornamen zu lernen. Allerdings, Jack Haig heißt übrigens der gute Mann. Er heißt nicht wirklich Kaffee Haag, falls einige das gedacht haben. Hey, der heißt ja genau wie dieses wunderbare Aufbraugetränk, was damals in der Werbung von Harald Krasnitzer vorgestellt wurde. Nein, ich mache hier auch keine Werbung für Kaffee Haag. Ich verdiene mir eine goldene Nase. Nein, Quatsch. Okay, gehen wir es mal ein bisschen seriöser an. Dann schauen wir doch mal. Gael Taft hat heute eine ganz gute Tagesform. Aber Haig fährt gerade soweit schön vorne. Dann attackieren wir einfach mal mit ihm. Aber der Giant Alpecin-Fahrer blockt ihn einfach mal weg. Die Trek Segafredo, die wollen natürlich auch ihre Segafredo-Sachen verkaufen. Und nicht, dass dieser Mann hier Werbung für Kaffee Haag macht. Er hat auf jeden Fall rote Rakete, rote Rakete, rote Rakete, wie man hier wieder sieht. Ich würde hier hinten dann doch auch durchaus mal eine Taktik festlegen. Macht wahrscheinlich Sinn. Simon Yates schicken wir wieder an die Seite von unserem Kapitän, der irgendwie keiner ist, weil da uns Simon Gerrans die Etappen gewinnt. Heute mit einer minus 2 am Berg der dritten Kategorie würde ich auf jeden Fall attackieren. Da müssen wir in der Abfahrt schauen, wer dann tatsächlich noch mithalten kann. So, Yates für Chavez und dann haben wir natürlich immer den guten Herrn Kökelehre, der sich mal um Gerrans kümmert. Und dann holen wir... Chavez fährt schon vorne, Gerrans eigentlich auch. Dann holen wir die Jungs trotzdem gerade mal weiter nach vorne. Und dann wäre die Taktik quasi auch schon gemacht. Wen wählen wir denn heute mal zum Wasserholen aus? Wählen wir aus. So, hier vorne die Gruppe hat sich mehr oder weniger gefunden. Mit Kaffee Haag. Mal schauen, am Hügel eine 69, damit wäre auf jeden Fall bei unserem Abonnententeam gut dabei. Jetzt bei der Vuelta a España, ja, sagen wir mal, eher durchwachsen. Alto de Guimarães, oder Guimarães, die Quäse doch auch nicht. So, immer noch selber Aufnahmesession wie die beiden letzten Etappen. Da haben wir jetzt mal drei am Stück aufgenommen, war da gerade Pierre Roland dabei. Ach nee, Pelot. Okay, das macht mehr Sinn. Pierre Roland wäre etwas übertrieben gewesen. Hier, der Quart ist dabei. Der ist normalerweise mittags ja im Hort. Aber jetzt darf er, während der Vuelta, darf er auch mal hier mitfahren. Zurlo, da fällt mir nichts so ein. Der Quart, der Cousin ist wieder am Start. Madrazo, ah, hier aus GTA 5. Genau, stimmt. Dem reist doch Michael. Michael mit, zusammen mit Franklin. Die Bude vom Hang, dem Tennisspieler, der irgendwie eine der Ehefrauen von Madrazo nagelt. Auf jeden Fall, ja, GTA 5. Tolles Spiel, pädagogisch sehr wertvoll, kann ich nur empfehlen, falls Leute es nicht kennen. Ist so ein kleiner Indie-Developer, Rockstar Games. Die machen so kleine Spielchen. So, wir konzentrieren uns mal auf den Radsport, was ja schwer fällt. Nein, Quatsch. Also das Profil der Vuelta ist schon happig. Das ist auf jeden Fall Let's Play-fähig, würde ich mal sagen. Es gibt kaum Flachetappen und ich habe mich dann ja auch für Orica entschieden, weil ich mir... Okay, ich war gerade irritiert, weil vorne jetzt auch E2 entstanden ist. Ja, super. Haben sie mich wieder abgehängt, weil sie um die Bergpunkte gesprintet sind. So, muss Kaffee Haag jetzt mal ganz kurz wieder ranfahren. Da habe ich nicht reagiert. Das ist halt immer ein bisschen blöd, wenn man so viele Brandherde quasi hat, wo man drauf achten muss. Jetzt wollte ich mich gerade so ein bisschen drauf konzentrieren, hier hinten mal einen Gedanken zusammenzufassen. Aber wir fahren da auch sehr weit vorne. Gut, jetzt ist das Tempo etwas höher geworden. So, wir stellen mal wieder etwas schneller, damit wir auch vorankommen. Puccio macht vorne die Tempoarbeit. Der Mann von Sky, genau. Erviti, auch ein sehr schöner Name, allerdings nicht so schön wie Jonathan Castroviejo. Ist immer noch der schönste Spanier. Rojas ist auch sehr schön. Herrada haben wir hier, Fernandez. Ach, hier Donald Sutherland wieder bei 24 ausgestiegen, um mitzufahren. Warum ruckelt's denn heute dauernd? Ja, das war sehr schönes Schluck auf. So, nicht, dass vorne wieder was passiert. Wir schauen mal wieder bei Kaffee Haag vorbei.
der ganz schön weit vorne weg ist. Aber es, da lauert jetzt erstmal keine Bergwertung mehr. Mit Kaffeehaag die Etappe zu gewinnen, wird schwierig. Ich glaube, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ich glaube, ich muss mal wieder Folgen bearbeiten. Habe jetzt doch sehr, sehr viel aufgenommen die letzten Tage. Bin aber noch nicht so 100% dazu gekommen, das Ganze eben auch zu bearbeiten. Und jetzt möchte keiner mehr Führungsarbeit machen, weil wir ja eh so schnell fahren. Da habt ihr ja aber... Den Plan habt ihr ohne mich gemacht. Da fahre ich nämlich langsamer als ihr und hol vor allem mal ein Wasser. Hinten ist Hausen auch schon unterwegs. Dann sagt er wahrscheinlich einfach mal Howdy und fährt vor. Hier, der Cousin, Matrazzo, de Cort, Zuelo und Pelaut. Nein, Pelo natürlich. Aber Matrazzo ist schon ein schöner Name. Das ist die spanische Antwort auf Matarazzi wahrscheinlich. Der ja nun mal ganz höflich nachgefragt hat bei Zinedine Zidane damals im Finale, ob seine Schwester nicht mal mit ihm auf die Matarazzi möchte. Hat er ihn irgendwie nicht so gemocht, habe ich das Gefühl. Kann ich gar nicht nachvollziehen. So was fragt man halt mal im WM-Finale. Kommt vor, ich weiß noch, wie ich damals im WM-Finale reagiert habe. Da bin ich auch ausgerastet. So, bevor mir die Jungs hier wieder wegfahren. Was ist denn hinten los? Jarens hat einen der Balken. Der rote Balken blinkt bei seinem Jarens. Nicht seinen besten Tag erwischt anscheinend. So, Kaffeehaag müssen wir aber wieder schauen. Ich frische mal auf hinten. Die Gruppe jetzt hier vorne. Sollten wir auf jeden Fall mal die Attacken mitgehen. Bevor wir dann wieder sinnlos Energie verballern. So, Beschleunigungswert ist eine Sensation. Setzen wir mal selbst noch eine Attacke hinterher. Da ziehen die anderen jetzt aber noch an uns vorbei, weil wir einfach den besten Beschleunigungswert der Welt haben. Das kommt davon, wenn man so viel Kaffeehaag trinkt. So, Jungs, jetzt können wir mal wieder sammeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Müssen wir nicht mehr so schnell fahren. Ist doch alles gut. Und wir schauen mal wieder hier zurück und sehen, dass Castro Viejo auch die Führungsarbeit übernimmt. Ein sehr guter Fahrer. Hat sehr gute Durchschnittswerte. So. Dann verabschieden wir uns mal wieder ins Weltall. Und sehen, dass Hausen dort hinten nach wie vor im Feld dabei ist. Jetzt wäre dann bald auch nochmal ein Wasser gut, bevor es dann zum Berg der dritten Kategorie geht, wo wir dann auch unsere Attacke setzen werden. Ob das heute allerdings so gut klappt, ich weiß es nicht genau. Kommt drauf an, wie das Feld reagiert. Momentan macht Sky da sehr viel Führungsarbeit. Ich weiß nicht, ob sie für Chris Froome heute was vorbereiten möchten. Ist eigentlich nicht so hundertprozentig sein Profil. So, weil Hausen wahrscheinlich eh ewig brauchen wird, schicke ich ihn jetzt schon mal eigenständig nach hinten. Hallo? So, Beauty ist auch schon rausgefallen. Okay, na, die haben wir jetzt einfach mal auf automatisch gestellt. Fliegen wir wieder zum Kaffeehaag vor. Das wird ein langer Flug. Wir fliegen über das Feld hinweg und sehen, so groß ist der Abstand nicht, aber einige Fahrer wurden jetzt doch tatsächlich abgehängt. Wir machen jetzt erstmal keine Führungsarbeit. Beobachten das Ganze mal. Sam Clark auf 10 in der Punktewertung, Sam Jarens allerdings auf Platz 3 hinter Esteban Chavez und Valverde. Das ist durchaus interessant. Jetzt machen da vorne nur Cousin und Matrazzo machen Führungsarbeit. Eigentlich ein bisschen unfair, dass wir da jetzt den Lutscher spielen. Vorsprung immer noch 3 Minuten auf paar 40 Kilometer, da wir hinten selbst attackieren werden und keine Rücksicht nehmen auf Haig. Ist das erstmal nicht so schlimm. So, wir müssen in der Gruppe auf jeden Fall drin bleiben. Ich würde jetzt schon mal das Ganze etwas langsamer. Dann hat jetzt hier De Cort hat Probleme. Da kommt er bestimmt für vor Gericht. Versteht ihr Cort? Oh Gott, ey. Achso, das ist Yates. Sorry. Jetzt war ich gerade etwas irritiert. Ups, da hat er schon die 80. Der Gérant. Und ein Wässerchen wäre wahrscheinlich ganz gut hier vorne. Am besten auf der Abfahrt, natürlich. Einfach mal beide Hände vom Lenker und die Arme heben. So, jetzt wollen alle nicht mehr so richtig viel Führungsarbeit machen. Der Cousin macht so halbherzig mit, weil er halt unser Cousin ist.
Dann hilft man sich halt. Das sind immer noch 2 Minuten. Aber wir haben keine Chance. Die Konkurrenz ist hier auch besser als wir. Madrazo, Hügelwert 75 und Cousin und Beschleunigungswert. Da haben wir mit Jack Hake einfach überhaupt keine Chance gegen. Hier beginnt nämlich jetzt schon langsam dieser entscheidende Anstieg, Berg der dritten Kategorie. Wir schauen uns das mal etwas größer an. Da kommen die Sky-Jungs auch an der Seite. Es ist nie besonders steil, aber danach geht es mehr oder weniger nur noch bergab. Und da kann man dann einfach einen hohen Gang treten und versuchen, vorm Feld noch irgendwie ins Ziel zu kommen. Problem ist natürlich, dass wahrscheinlich auch einige Sprinter das Feld oder den Hügel überstehen werden und dann wahrscheinlich hinten raus richtig Tempo machen. Ja, es sind noch 25 Kilometer. Es ist zu früh. Ist definitiv zu früh. So, wo ist Chavez? Da hinten ist er. Wir sind jetzt hier in diesem Berg drin. Es sind noch... Boah, alter Schwede, das sind dann oben auch noch 20 Kilometer. Nein, Chavez, Alter, fahr durch. Nicht wegdrücken lassen. Geh die Post. Boah, es ist noch ganz schön lang bis ins Ziel. Vorne geht es jetzt natürlich bergab. So, Germans bitte hier in der Gruppe drin bleiben. Das wäre ganz nice. Aber hier sehen wir wieder Valverde mit seinem Movistar-Team. Sky fährt hinterher. Wir holen jetzt auf jeden Fall die Bergwertung. Jetzt geht es erstmal bergab. Ich lasse mal den 85er-Wert. Mal schauen. Der rote Balken kommt etwas zurück. Aber jetzt fahren wir natürlich Teamzeitfahren hier gegen Movistar. Germans leider in A1 zurückgefallen. Macht aber nichts. Ist nicht schlimm. Wir konzentrieren uns auf Chavez. 24 Sekunden. Das ist die Abfahrt. Wir sehen, dass der rote Balken trotzdem noch wächst. 15 Kilometer. Aber es geht immer noch relativ steil bergab. Wir behalten mal die Prozentzahlen im Auge. 5%. Da ist der rote Balken immer noch okay, aber wir werden eingeholt. Wir werden definitiv eingeholt. Ne, jetzt ist etwas mehr geworden, jetzt wieder deutlich weniger. Ich glaube, das heißt jetzt... ja. Nee, da müssen wir jetzt einfach Realist sein. Und sagen, wir nehmen raus und hängen uns hier in diese Gruppe. Es bringt nichts jetzt, vor dem Feld hierher zu fahren. Wir hängen uns hier jetzt mit rein und warten, vielleicht nochmal eine kleine Attacke setzen können, falls hier mal das Tempo raus ist. Nee, das bringt nichts. Sorry. Das bringt definitiv nichts. Hab nur gerade gesehen, dass das Tempo so niedrig war. Jetzt sind es wieder 106 Fahrer. Jarons ist zurück. Kwiatkowski ist mir persönlich ziemlich egal. Sorry, wenn ich jetzt gerade so ruhig bin, aber es ist eigentlich ganz interessant gerade. So, gut, Kwiatkowski nochmal an Jarons ran, das ist jetzt die Frage. Ich glaube, das müsste doch reichen. Komm schon, Jarons, zieh!
Kwiatkowski, eigentlich war Jarvis schon längst abgehängt und das war bestimmt nicht die Taktik. Chavez hinten noch mit leichten Problemen, mal schauen, aber er müsste hier mit dem Hauptfeld ankommen. Wir schauen uns die Zieleinfahrt von Jarvis an, der einfach mal den Hattrick holt. Wir drehen uns nochmal rum und sehen, dritter Etappensieg in Folge für Simon Jarvis. Dann kommt Kwiatkowski, dahinter dann das Hauptfeld, wo wir mit, mit Chavez einfach gerade nochmal sprinten. Da kommen wir dann auch mit dem Hauptfeld an, weil Verde schlägt uns dort im Sprint, aber das mit Jarvis war jetzt einfach, es hat sich einfach gerade angeboten. Das Feld hatte sich wieder zusammengeschlossen zu einer großen Gruppe, weil keiner richtig fahren wollte und das war einfach so dieser Moment des Stillstandes. Und Jarvis hat so einen guten Beschleunigungswert. Das ist echt Gold wert hier in dem Spiel. Wenn man einen guten Beschleunigungswert hat, das ist wirklich, macht vieles einfacher. Beim Pro Cyclist Modus ist das halt immer sehr schwierig. Aber das lief doch wieder mal sehr gut. So war es natürlich nicht geplant. Eigentlich sollte Chavez die Etappe gewinnen. Im Endeffekt gewinnt Simon Jarvis die Etappe. Es ist doch zum Mäusemelken. Also Hattrick hier für Simon Jarvis. Jetzt habe ich eigentlich Lust weiterzuspielen. Wo es so gut läuft, haben wir einfach mal alle Etappen heute gewonnen. Die Fans, das sieht immer sehr falsch aus, wenn die Männer da so klatschen. So, da sehen wir ihn ums Eck scheißen, nee, schießen. Dann ist es sogar mal gut, dass die da nach vorne... Das bei der Zeitlupe kriegt irgendwie das Spiel nie so richtig hin. So, dahinter Kwiatkowski. Ich dachte erst, es wäre Froome gewesen. Dahinter waren auch noch Jungs, die allerdings dann auch als Hauptfeld... Also wenn da jetzt Sekundenabstände drin sind, dann raste ich aus. Also Jarvis hat auf jeden Fall ein bisschen was gut gemacht. Kwiatkowski wurde dann auch mit dem Hauptfeld gewertet. Jarvis setzt sich leicht ab. Ansonsten die Top-Favoriten natürlich alle mit dabei. Bedeutet in der Gesamtwertung weiterhin 2 Minuten 15. Jarvis jetzt allerdings auf Platz 5 vorgefahren, was eher so nebenbei passiert. Bergwertung, wir könnten in der Punktewertung jetzt vorne sein mit Jarvis. Nein, immer noch 5 Punkte hinter Valverde. Jetzt hat Chavez dort auch ordentlich Boden verloren. Simon Yates noch Dritter in der Juniorwertung und wir sind weiterhin Zweiter hinter Movistar. Also dritter Sieg in Folge für uns, für Jarvis. Das war, finde ich, jetzt die interessanteste Ankunft eigentlich, muss ich sagen. Weil die Attacke mit Chavez hat so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Das hat auch das komplette Feld auseinandergerissen. Wir haben allerdings nicht die Lücke reißen können, die wir eigentlich wollten. Dafür hat Valverde dann einfach auch ein zu gutes Team. Das sieht man immer, wie Movistar hinterherfahren kann. Das ist schon brutal. Das war jetzt auf allen Etappen so, dass mindestens 3-4 Movistar-Fahrer hinterher sind. Deswegen war das dann mehr oder weniger Zufall, dass wir mit Jarvis jetzt hier die Etappe noch gewonnen haben. Wir haben einfach mal die 17. Etappe, steht hier oben. Das ist immer so ein bisschen merkwürdig. Deswegen gehen wir einfach mal weiter und sehen, die nächste Etappe ist hier als Hügeletappe drin. Ich würde sagen, dass das durchaus eine Bergankunft via Pando nach La Camperona, Valle de Sabero. Das klingt doch auch wieder nach der großen, weiten Welt. So, ich würde mich dann verabschieden und würde dann jetzt vor allem auch diese Aufnahmesession mal beenden. Dann haben wir nämlich jetzt bis zur 7. Etappe schon mal vorgearbeitet. Bedeutet, ich konnte natürlich dann jetzt auch nicht unbedingt auf die letzten Etappen eingehen. Kann vielleicht in den Kommentaren dann ein bisschen was dazu schreiben. Aber wie gesagt, so viel kann ich davon gar nicht schauen. Vor allem, weil ich die Woche jetzt auch arbeiten muss. Bis Samstag durch. Immer schön bis 20 bzw. bis 21 Uhr. Also, ich merke schon, ihr habt ordentlich Mitleid mit mir. Trotzdem würde ich mich jetzt mal verabschieden. Und dann sehen wir uns bei dieser wunderschönen Bergankunft wieder. Und vielleicht können wir dann bei Verde mal angreifen. Ich wage es fast zu bezweifeln, weil der Mann verdammt gut in Form ist. Alter Schwede, hier auch bei den Top-Favoriten natürlich dabei. Da ist Chavez aber auch auf Platz 4. Wir geben unser Bestes. Also, bis dann.